Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Einfach Leiten. Mein Name ist Lothar Kraus und heute geht es um die Frage, was eine Führungsperson auszeichnet. Ich habe eine Vokabel gefunden, die mich begeistert und die ich seither für Führungskräfte, für Leiterinnen und Leiter und Verantwortliche sehr, sehr gerne benutze. Und diese Vokabel heißt Beweger. Während die kürzeste Definition von Führung und Leitung Einfluss ist, ist der Charakter einer Führungskraft der, dass sie ein Beweger ist, dass sie etwas in Bewegung setzt und dass sie dem Stillstand die Stirn bietet und es nach vorne bringt. Ob das in einer kleinen Gruppe ist, in einem kleinen Arbeitsteam, in einer beruflichen Situation, im Sportverein. Ein Trainer ist ein Beweger, ein Spielführer der Mannschaft ist ein Beweger. Ein Verkäufer, der ein Team nach vorne bringt, ist ein Beweger. Die bewegen alle was. Und ich als Pastor bin hoffentlich ein Beweger. Ich möchte, dass die Kirche sich bewegt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Kirchengemeinde, dass sie sich nach vorne bewegen. Dass wir etwas in Bewegung setzen, weil wir selbst bewegt sind. Wir haben ja von Augustinus dieses Zitat schon mehrfach gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und jetzt übertragen könnten wir sagen, in dir muss sich was bewegen, was du in anderen bewegen möchtest. Und wir brauchen solche Leute an allen Ecken und Kanten, in unserer ganzen Gesellschaft. Man hat manchmal das Gefühl, in der Politik, in bestimmten Bereichen der Wirtschaft, der Verwaltung, da ist irgendwie Stillstand. Und auch in der Kirche, da ist ganz schön Stillstand. Und dieser Stillstand wird konfrontiert und herausgefordert und aufgerufen durch Beweger. Und das zeichnet Leitungspersonen aus. Wo immer du eine Leitungsperson in eine Rolle bringst, wird diese Person über Zeit etwas in Bewegung setzen. Wir haben Viva Groups, das sind kleine Gruppen von 6 bis 10, 12 Leuten, die sich regelmäßig treffen, um über biblische Inhalte und über ihr Leben und ihren Alltag zu sprechen. Und die Leitungsperson, die so eine Viva Group leitet, sollte ein Beweger sein. Und wenn die Leute dann nach so einem Viva Group Abend nach Hause gehen, sollten sie innerlich in Bewegung gekommen sein, eine Einsicht gewonnen haben, zu einer Entscheidung reifen können, von einer Überzeugung ganz neu berührt worden sein. Wenn es dann so ein Arbeitsteam ist, wir haben zum Beispiel Technikteam oder ein Hausmeisterteam oder ein Green Team. Und der Leiter oder die Leiterin vom Green Team sollte eine Person sein, die, wenn das Unkraut wuchert, sagt Stopp. So bleibt das hier nicht. Wir werden jetzt hier was unternehmen. Ich trommel mein Team zusammen. Leute, ich habe eine Vision. Ich sehe dieses ganze Gelände der Viva-Kirche in einem Top-Zustand. Ich habe ein konkretes Ziel für heute. Wir hauen alles Unkraut von den gepflasterten Flächen weg, wo es nur geht. Und wir schneiden die Bäume, weil es die richtige Jahreszeit ist. Und dann setzt er diese Personen des Teams so in Bewegung. Das macht ein Beweger. Diese Beweger müssen natürlich charakterlich integer sein. Stell dir vor, du hast Beweger, also Leute mit Einfluss, die aber charakterlich nicht integer sind. Wir haben das in der Weltgeschichte, in der Politik, aber auch in der Unternehmensführung immer wieder gehabt. Leute, die sehr talentiert sind, sehr begabt sind, als Leitungspersonen echt Einfluss nehmen, sie bewegen etwas, aber sie sind charakterlich nicht integer. Und da entsteht ein großer Schaden. Mark Batterson ist ein Pastor in Washington D.C. und ein Buchautor, der viele Bestseller geschrieben hat. Und er greift diesen Punkt auf und schreibt ein Gebet: Herr, meine Gaben sollen mich nur so weit bringen, wie mein Charakter es verkraftet. Herr, meine Gaben sollen mich nur so weit bringen, wie mein Charakter es verkraftet. Der Mann hat so recht. Man kann vom Talent her viel, viel weiter kommen, viel mehr Erfolg haben. Ich meine, wenn ich an die Bankenkrise 2008 denke, in der Wall Street, Lehman Brothers, was war da los? Wie viel Geld und wie viele Existenzen wurden vernichtet von Personen, die Bonizahlungen bekommen haben in unvorstellbarer Höhe. Das waren Leute, die haben,
Hammerabschlüsse an ihren Universitäten, an Elite-Universitäten zum Teil gemacht. Die hatten kein intellektuelles Problem. Die hatten kein intellektuelles Problem, sich Finanzprodukte auszudenken und über diese Produkte ein Geld zu generieren, ein Lügengebilde zu bauen, das so klug war, dass von außen das zunächst kaum zu durchschauen war. Das war ja ihre Intelligenz, ihr Talent, ihre Fähigkeiten, vielleicht auch ihr Training, ihre Ausbildung, ihr Studium. Aber charakterlich keine Skrupel zu haben, unzählige Menschen in größte Nöte zu stürzen, während man den eigenen Profit vor allen Dingen vor Augen hat, die großen Bonizahlungen abkassiert. Das zeigt, was Mark Batterson mit diesem Gebet meint. Leitungspersonen, die Beweger sind, hat es immer schon in der Geschichte gebraucht. Wann immer Stillstand war, hat man nach diesen Leuten Ausschau gehalten. Die sagten, lass uns die Ärmel hochkrempeln, lass uns nicht die Situation so hinnehmen, wie sie ist, lasst uns etwas ändern. Solche Personen bräuchte es an allen Ecken und Enden und auch in der Kirche. Leute, die aufstehen und sagen, die Kirche ist in einem Zustand in Europa und auch in Deutschland, wo sie nur geringsten Einfluss noch hat auf die Gesellschaft, wo sie ihrem Auftrag kaum nachkommt. Wir müssen das ändern. Und viele Christen, die engagieren sich für sich selbst. Die fliegen auf Konferenzen, die geben Unsummen aus, um noch eine geistliche Erfahrung, noch eine tolle Erfahrung einzusammeln, Gott noch intensiver zu begegnen. Und haben keine 50 Euro für ihren Nachbarn, um den mal zu einem hammerleckeren Steak und wie immer die vegetarisch teure Variante wäre, einzuladen, Wertschätzung zu zeigen, hinzuhören und sich um Menschen zu kümmern. Viele Christen sind mit sich beschäftigt und suchen Gemeinden, die sie bauen wollen, die ihnen dienen, die ihre Bedürfnisse stillen. Und da braucht es Leute, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, halt, in diesem Europa gehen die Dinge aus den Fugen. Die Kirche hat einen Auftrag, Liebe und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Großzügigkeit zu leben. Wir müssen die Kirche zurück zu ihrem Auftrag bringen, zurück in ihre Bestimmung. Und da braucht es so Leute. Und das braucht es sicher auch in manch anderem Themenfeld und manch anderem Bereich unseres Lebens. Gott beruft Beweger, um seine Kirche voranzubringen. Er hat immer schon Menschen berufen, um seine Sache voranzubringen. Mose, Abraham, Daniel, David, die Apostel. Hey, das waren alles Beweger. Die haben nicht den Status quo verwaltet und gesagt, alles in Ordnung. Sondern das waren Typen, die hatten Ecken und Kanten, die haben andere genervt und gesagt, stopp, so kann es nicht weitergehen. Hey, bist du so jemand? Eure Band macht vielleicht echt Low-Level, übt kaum, es hat kaum ein tolles Ergebnis. Es braucht einen, der aufsteht und sagt, stopp, das geht doch besser. Ich erinnere mich noch in Oldenburg, das war meine zweite Station als Pastor, dass wir einen Umbau gemacht haben. Der war gut geplant. Und dann kam ein italienischer Maurer. Ein italienischer Maurer, der kann irgendwie alles am Haus. Vom Dachstuhl bis Mauern bis ach alles. Und wir hatten da einen, der kam in Gottesdienst und wir machten einen Aufruf, wer kann noch helfen? Und er meldete sich. Was er nicht sagte, ist, dass er auch ein eigenes Unternehmen hatte. Und er nahm sich 14 Tage Urlaub, um uns einfach zu helfen. Als wir rausfanden, er hat ein Unternehmen, haben wir sein Unternehmen engagiert. Und der Typ hat exzellent gearbeitet. Carmelo, du hast das fantastisch gemacht. Bis heute kann ich das so sagen. Und er hat seine Arbeit so gut erledigt, dass die anderen Gewerke, die an unserem Haus dann tätig waren, seine Arbeit bewunderten. Und sagen, oh, du arbeitest aber sehr akkurat. Deine Leute, ihr macht das ja richtig gut. Und so war es auch. Und dann kam er und hat beim Heizungsbauer, beim Sanitär, beim Elektriker so über die Schulter geguckt und gesagt, die Leitung läuft aber nicht ganz gerade. Nee, das ist noch nicht ganz fertig. Der Carmelo, der hat auf einmal die Latte hochgelegt. Das war so ein Beweger gewesen. Und alle begannen ihr Bestes zu geben. Und es war ein sympathischer Typ. Und er hat voll für ein klasse Niveau gesorgt. Und nachher war unser Gemeindehaus in Top-Zustand, sage ich euch. Und solche Beweger braucht sie, die Latte hochlegen und die auch das Beste aus anderen hervorrufen.
Aber wir müssen dazu in Bewegung kommen, auch in Bewegung kommen wollen. Nochmal Mark Batterson mit einem Zitat. Wenn wir neues Land entdecken möchten, müssen wir die Küste aus den Augen verlieren. Wir müssen bekanntes Land hinter uns lassen. Wir müssen am Vorhersagbaren vorbeisegeln. Tun wir das, entwickeln wir einen geistlichen Hunger für das noch nie Dagewesene und verlieren unseren Appetit auf das Gewohnte. Beweger sagen, da gibt's noch mehr. Da gibt's eine andere Küste, auf die wir zusegeln sollten. Das geht besser. Das geht noch mal anders. Gott wird uns etwas schenken für diese Generation, für diese Zeit, für ein Europa, das Gott vergessen hat. Lass uns Kirche bauen, die so ganz anders ist und die Menschen da abholt, wo sie stehen und sie fasziniert und erstaunt. Kirche so anders. Und das kannst du übertragen auf deinen Verein, auf dein Unternehmen, auf deine Organisation. Das war ja jetzt von der christlichen Perspektive mal zugespitzt. Aber das ist ja alles übertragbar. Wenn du Beweger in deiner Unternehmung hast, in deiner Organisation, dann werden die einen Unterschied machen. Manchmal sind Beweger wie Querulanten. Wenn sie nicht in der Leitungsrolle sind, dann hört man vielleicht Kritik. Und da musst du gucken, wenn du die entdeckst und ihnen Projekte gibst und siehst, dass sie diese Projekte gestalten. Es gibt ja Leute, die kritisieren ja nur. Mit denen kannst du ja nichts bauen. Aber es gibt Leute, die kritisieren, weil sie was anderes im Herzen haben. Und wenn sie den Raum bekommen und gecoacht werden, dann wird diese Unzufriedenheit in eine positive Vorwärtsenergie umgewandelt werden können. Hast du so Leute? Entdeck die. Wer sind die Beweger deiner Organisation? Hey, bist du ein Beweger? Gute Beweger sind letztlich Bewahrer. Denn dass die Dinge bleiben, wie sie sind, erfordert, dass wir sie verändern. Das ist ja die Idee von Veränderung. Und manchmal bewahren wir nur die Schätze der Vergangenheit, indem wir uns weiterentwickeln. Indem dieser Hunger bleibt. Ein Sportler, der keinen Hunger mehr hat, der gerät in Stillstand und dann in Rückschritt. Der bleibt ja nicht bei dem, was er schon erreicht hat. Der verliert ja wieder sein Level. Und viele Organisationen verlieren ihr Level, wenn der Hunger nach vorne auf einmal nicht mehr da ist. Wenn man satt und zufrieden mit seinen Erfolgen geworden ist. Bist du ein Beweger? Bewegt sich etwas? Frag mal Menschen, die ehrlich mit dir sind. Das sind nicht unbedingt deine Freunde, manchmal sind es die Kritiker sogar. Was sagen die dir? Bist du ein Beweger? Und wenn du das verloren hast, wäre diese Episode nicht dein Punkt, den du markieren kannst? Ich will wieder ein Beweger sein. Ich will etwas bewegen. Ich will das Beste aus anderen hervorrufen und Teams bauen, die etwas in Bewegung bringen zum Nutzen aller. Das wäre doch richtig genial, oder? Hey, vielen Dank, dass du bei der Episode dabei warst. Einfach leiten. Ich wünsche dir jetzt einen richtig guten Tag und hey, werd ein Beweger.